was heute passieren wird. Mit dem Move gegen Leclerc kommt ein bisschen zu weit raus und da gehen wir ihnen durch. Ich sehe meine Chance immerhin. Ja, guck dich mal an, wie wir hier auf der Geraden gefressen werden. Ich gehe auf und da schließt er raus. Da kann ich auch kaum mehr abdecken. Außen könnten wir es jetzt nochmal probieren, dran zu bleiben. Ja, da komme ich komplett neben die Strecke. Muss ihn. Das ist interessant. Ah, der rutscht da. Ja, Mann. Ja. Jack Doohan. Was für ein dirty Move hier. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus Budapest zum großen Preis von Ungarn. Wir sind auf einer Strecke, die ist sehr defensiv. Dennoch frage ich mich, wo werden wir in unserer FNS23 mit Teamkarriere mit Audi in Season 3 landen können? Ungarn war eigentlich immer eine Strecke, die hat uns sehr gelegen. Doch ja, wir kommen mit einem riesen Handicap. Unser Motor ist unnormal kaputt und wir werden erst im nächsten Rennen austauschen. Abonniert gerne den Channel kostenlos. 2 DRS-Zonen wird es geben. Und ja, die Strecke an sich eher unspektakulär, denn man kann kaum überholen. 14 Kurven, abonniert gerne kostenlos, falls ihr das noch nicht habt. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei, Instagram, Matthias-Gaming und auch gerne auf TikTok. Auf jetzt unterstützt ihr euch, macht gerne die 13K voll. Let's go, jetzt geht's hier in unsere Quali-Pace-Runde. Pace natürlich nicht. Los geht's, erste Kurve hier, war schon ordentlich gut angebremst, sehr spät. Auch natürlich nicht hier gerutscht oder so, die Kurve ist nämlich echt sehr toxisch. Generell, es gibt viele Kurven, die ähnlich sind, viele langgezogene Kurven, auch diese hier, wo man, ja, konnten wir auch ein paar Tausendstel finden, mit dem Rausbeschleunigen ein bisschen zu weit über den Körper gerutscht, da habe ich ein paar Tausendstel liegen lassen, dennoch 76 Tausendstel waren wir nur langsamer als Sergio Perez. Ich würde es auch cool finden, wenn man da links die Gap zum ersten Platz hat und nicht zum sechsten oder so, denn das war für mich irgendwie, macht es für mich unnötig. So, der Mittelsektor, der Smooth Sektor, denn hier musst du wirklich sehr smooth durchkommen und das kommen wir auch, knapp eine halbe Sekunde im Delta, beim Rausbeschleunigen sogar noch ja, ein paar Tausend gefunden und dann wieder nicht, dann wieder verloren und jetzt hier dann in die letzten paar Kurven, die haben sie nämlich in sich, das ist nämlich 1 zu 1, jetzt einmal lange 180 Grad nach links und dann in der letzten Kurve gehen noch einmal alle langen 180 Grad Kurve nach rechts. Der Exit war verdammt gut und wir haben fast 6 Zehntel Gehen gefunden. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Russell, Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, der Wissenschaftler, Stroll, Gasly, Oscar Piastri, Tsunoda, Norris, Ocon, Hülkenberg, Albon, Liam Lawson, Magnussen, Doohan, Sargent, Joe und Nick de Vries. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So Leute, die Routenlichter gehen aus und let's go, es ist Startplatz 8 geworden, Alter, der ist da gestanden. Max Verstappen kommt auch nicht ordentlich weg, wir fahren hier auf Schwierigkeit 95, das will ich nur nochmal gesagt haben, aber es ist halt wirklich, dass die KI beim Start wirklich nicht gerade die stabilsten sind. Hier beim Rausbeschleunigen bleiben wir noch gerade so auf der Strecke, ich glaube aber der McLaren, oh, der kommt nicht zurück, da habe ich auch kurz im Rückspiegel mal geguckt und wir konnten uns da tatsächlich den 4. Platz sichern. Nur Russell hier mit dem Move gegen Leclerc kommt ein bisschen zu weit raus und da gehen wir ihnen durch. Ich sehe meine Chance immerhin. Ja, guck dich mal an, wie wir hier auf der Geraden gefressen werden. Ich gehe auf vom Gas runter, weil ich ihn eben nicht neben der Strecke überholen will. Das hat gerade noch so gereicht, das ist der 3. Platz. Ob wir den halten können, ist eine andere Frage. Unser Motor pfeift aus dem letzten Loch, aber das heutige Rennen werden wir noch gut durchgehen. Ich weiß auch, in Season 1 hatten wir auch so eine ähnliche Sache. Da ist unser ja, Motor hat da die ganze Zeit geraucht und wir mussten auch da richtig aufpassen. Oder war es die letzte Season? Also, ich weiß nicht. I see fire auf jeden Fall. Jetzt geht's in die letzten dritten Kurven. Und ja, eins ist auf jeden Fall zu sehen, die Red Bull, die Ferrari waren in der eigenen Liga. Also, Sainz ist schon 2,5 Sekunden weg und auch Leclerc ist schon fast aus dem Sekundenfenster. Und wir können da eigentlich nur staunen. Es gibt Gott sei Dank nur eine Überholmöglichkeit. Also wenn wir es gut anstellen, könnten wir heute auf dem Podium landen. Gerade so nach den letzten 2-3 Rennen, die echt nicht optimal liefen, könnte das heute
wieder unser Durchbruch werden. Ab in die erste Kurve rein, da konnte ich wieder ein bisschen Zeit gewinnen. Aber es ist generell so im Mittelsektor, verlieren wir viel Zeit. Das war also jetzt die Replay und eins ist zu sehen, aktuell können wir noch mitgehen mit Leclerc und wir werden uns auch das erste Mal das DRS schnappen können, oder? Ach man, hier gibt es noch kein DRS, oder nein? Ja, das noch eine Runde, wirklich, ich überfahre unser Auto quasi, wie Sebastian Vettel damals gemacht hat. Also ich muss so derbe Hardcore pushen, um überhaupt da vorne mithalten zu können, das ist natürlich klar. Dass man im Hinterwäldler-Team ein bisschen pushen muss. Oh, da komme ich innen über den Abwehrser. Die Verwarnung ist auf jeden Fall berechtigt. Aber wenn du pusht, passieren halt leider manchmal dumme Fehler, die man leider auch nicht ändern kann. Jetzt hier durch den Mittelsektor durch. Ich bin halt wirklich auch beim Bremsen auf letzter Rille und sollte mich eigentlich darauf konzentrieren, den Platz zu halten, anstatt hier wirklich Gas zu geben. Aber ich dachte mir so, zwei, drei Runden können wir jetzt mal voll pushen. Denn wenn ich im DRS von Leclerc bin, würde mir das natürlich helfen. Weil der Bottas Gott sei Dank noch nicht im DRS-Fenster, der ist noch 1,2 Sekunden da hinten. Dort aber wahrscheinlich auch nicht mehr lang. Sollte es dann bald DRS geben, werden wir ordentlich in Bedrängnis. Also jetzt gibt es DRS, also werden wir jetzt ordentlich in Bedrängnis kommen von George Russell. Der uns jetzt richtig gefährlich werden wird aus der letzten Kurve raus. Deswegen ein perfekter Exit wichtig und der war auch ordentlich. Jetzt sind wir in Runde Nummer 5 und eins fällt auf jeden Fall auf, Russell will diesen dritten Platz. Und der ist jetzt wirklich näher dran als jemals zuvor. Unser Exit war okay, ein bisschen gerutscht. Ist aber auch klar, denn die Reifen sind halt wirklich schon ordentlich. Und da schießt er raus. Da kann ich auch kaum mehr abdecken. Außen könnten wir es jetzt nochmal probieren, dran zu bleiben. Ja, da komme ich komplett neben die Strecke. Muss ihn vorerst mal ziehen lassen. Das ist natürlich gar nicht das, was ich mir erwartet habe, aber... Schauen wir mal, oh, der Rutscher war nicht gut von ihm, aber ja, wir haben da leider stumpfe Waffen heute. Es ist auch zu sehen, ich sind schon 4 Sekunden da vorne weg und das wird jetzt auch nicht lange dauern, ist Russell weg. Und wir müssen uns da gegen die Nächsten behaupten, denn auch Bottas hat richtig aufgeholt, beziehungsweise McLaren. Die haben die letzten 2-3 Rennen richtig dominiert und der wird jetzt auch schon immer größer im Rückspiegel. Das gefällt mir natürlich nicht, aber wir müssen wirklich alles geben, um immerhin diese Position zu halten. Auch Verstappen dahinter, das ist heute wirklich eine Odyssee. Auch zu sehen, dass unser Auto generell nicht richtig gut geht, weil mein Teamkollege, der ruft da irgendwo hinten in den Top 10 oder Ende Top 10 herum und ja, viel besser wird es hoffentlich heute für uns doch gehen. Aber, boah, wir müssen mindestens bis Runde 12 oder so draußen bleiben, um überhaupt mit dem gelben Satz einen zweiten Stint fahren zu können. Unser Motor ist schon ordentlich hier. Ja, so gelblich-orange, da sweaten wir einmal kurz rüber, konnten hier noch einmal gegen Bottas abdecken. Natürlich kostet das Zeit und das widerspiegelt sich jetzt auch an dem Vorsprung von George Russell. Der ist jetzt schon fast 2 Sekunden weg. Reinkommen.
Sei vorsichtig. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Es geht in die Box rein, endlich. Es ist erst Runde Nummer 10, wir sind früh drin. Ich erhoffe mir natürlich dadurch, dass wir eventuell mit dem frischen Reifen, oder wir waren spät auf der Bremse, dass wir eventuell mit dem frischen Reifen ein bisschen mehr aufholen können, ein bisschen besser in diesen 1-2 Inlaps. Alter, Norrie auch so weit hinten, also das ist P14. Das widerspiegelt echt, wie grottig unser Auto ist. Das Ding ist halt, wir hängen ein bisschen in so einer Williams-Schleife fest. Wir haben kein Geld, um uns irgendwelche Upgrades, also um uns Typ 3 und so weiter zu kaufen in den einzelnen Stationen. Und deswegen können wir auch unser Auto nicht weiter upgraden, weil uns schlussendlich einfach das Geld fehlt. Hier jetzt gegen Liam Lawson. Ich weiß, ich war spät auf der Bremse. Aber ich musste das Risiko eingehen. Ich will halt unbedingt diesen eventuell dritten Platz. Aber ich tendiere da schon fast eher zu P5 oder P6, weil ich mir nicht viel erwarte. Es ist natürlich schade, dass wir hier in Season Nummer 3 so Probleme bekommen. Also wirklich, wir haben finanziell kaum Mittel, uns die nächsten Elemente zu kaufen. Und auch im Rennen, da wird es immer schwächer. Frankreich, habt ihr es nicht, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut gerne um rechts vorbei, da habe ich sie euch natürlich in der Playlist verlinkt. Aber es ist halt wirklich, ich muss mich halt wirklich auf eine Abteilung jetzt konzentrieren. Wir müssen entweder Aerodynamik oder dann doch Antrieb. Jetzt kommen wir hier aus der Box raus, Bottas ist weit hinter uns zurückgefallen. Da hat das Ganze schon mal gut geklappt. Auch Guan Yu konnten wir jetzt easy going in Turn 1 überholen. Das war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Jack Doohan jetzt. Der Williams-Pilot, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine großen Erwartungen, dass uns der da stark aufhalten wird, unser erster Teamkollege. Und man hat wirklich Sargent auch immer noch hier in der Formel 1 drin. Das ist interessant. Ah, der rutscht da. Ja, Mann, ja. Jack Doohan, was für ein dirty move hier. Der war, ich glaube, er ist ein bisschen gerutscht, aber dass er da einmal quer über die Bahn drüber zieht, das ist nicht sauber, Bro. Ja, Sargent, der wird uns hier ein bisschen aufhalten. Denn, ja, gut, dann eher doch nicht. So, wir waren mit der Nase vorne, bevor es gelb wurde. Das heißt, Sargent, steck mal zurück. Du darfst jetzt nicht überholen. Denn im kompletten Sektor 3 haben wir jetzt gelb, weil Lewis leider das Rennen hier beendet hat. Das ist aber nicht schlimm. Wir gucken uns jetzt mal die Replays an, bevor wir mal schauen, wo wir uns so einordnen, nachdem die anderen in der Box waren. Das waren jetzt diese Piper-Unmanöver gegen die Williams, also Williams, ja, beide. Denn zuerst Jack Doohan und dann, ich bin ja ordentlich gerutscht, Halleluja. Das war cool, ich liebe es, okay. Kostet natürlich Zeit und auch ein bisschen Reifen, aber schaut halt echt geil aus. Ja, das war halt wirklich ein bisschen scheiße von ihm hier, doch da konnten wir es direkt wieder gut machen. Also was anderes wäre es gewesen, wenn er uns da jetzt doch noch die komplette Runde irgendwie aufgehalten hätte. Und da sieht man halt doch die Reifen von mir. Die hatten einfach eine viel bessere Traktion generell hier. Der fährt hier eine andere Linie und wir können uns da einfach außen dran stecken. Und ihr habt das gesehen, bevor der gelben Flagge waren wir vorbei, deswegen mussten wir da jetzt auch kein Blatt mehr zurückgeben. Wir sind in Runde Nummer 15 und wir sind jetzt aktuell vor Max Verstappen, konnten aber gegen George Russell nicht viel ausreichen. Es sind noch immer noch 10 Runden zu gehen. Ich probiere halt wirklich alles. Ich möchte mich hier auf den dritten Platz nach vor pushen. Das wird aber, glaube ich, unmöglich werden. Also wir werden uns wahrscheinlich eher gegen Bottas und auch gegen Verstappen und eventuell dann später auch noch gegen Valtteri Bottas verteidigen müssen, was das Ganze natürlich, ja. Das wird ein interessanter Endfight. 10 Runden jetzt noch. Mal schauen, mal gucken. Ich gebe maximal 3 Runden. Dann ist er an uns dran und wird uns da ordentlich angreifen. Immer wieder schön mit der DRS-Hilfe, das macht es nicht besonders besser. Wir sind in Runde Nummer 18 und ja, Max lebt an unserer Karosserie, aber Perez, der ist aus dem Nichts gekommen und konnte direkt an Bottas vorbeigehen. Jetzt jagt mich hier einfach die doppelte Red Bull-Dominanz. Aus der letzten Kurve komme ich wieder okay raus.
haben wir das Ganze eher schon auf der Runde mühselig aufgespart. Ihr seht es jetzt auch oben links an der Gap. Also ich fahre jetzt eigentlich nur noch auf Ulte Position, nichts mehr auf Attack oder so. Also unsere Reifen sind ja generell schon 2-3 Runden älter als die von allen anderen. Also wir müssen jetzt hier richtig aufpassen. Und einfach das Ganze, ich will nicht sagen managen, denn es ist einfach nur ein Überleben und kein Managen, also da brauchst du wirklich nichts sagen. Aber unser Glück ist auf jeden Fall, dass wir hinter den beiden Red Bulls auch noch die beiden McLaren haben, die uns ein bisschen abdecken könnten. Das ist, hoffentlich das, was uns den Arsch retten. Das jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Also hoffentlich rettet uns das unser Hinterteam. Oh, da kommen wir weit drüber und ihr seht es jetzt auch schon. 77%. Paris konnte sich an Verstappen vorbeischlingeln. Das ist gut für uns. Oh, und es regnet. Es war kein Regen angesagt. Ist der jetzt gut oder ist der jetzt schlecht für uns? Und ich merke direkt, wie kein Grip mehr da ist. Für uns, denke ich mal, ist das wie alles eigentlich in dem Rennen scheiße, denn wir müssen jetzt mit den viel abgenutzteren Reifen unter richtig wechselten Bedingungen müssen wir hier jetzt irgendwie überleben. Das gegen zwei Red Bulls, die ja ein viel besseres Auto haben. Das könnte nochmal ziemlich schlimm werden. Da bin ich mir fast sicher, dass das noch einmal richtig in die Hose gehen könnte. Da zieht mal Checo vorbei. Da können wir aber noch kontern, denn durch diese nasse Linie musst du ja ein bisschen neben die Strecke und da ist es natürlich noch viel feuchter. Das war jetzt dieser erste Move von, ich glaube, das war Max noch, oder? Ja, die 33 war schon lange nicht mehr in der Formel 1 zu sehen, da konnten wir uns gerade noch so... Runde 23 von 25 werde hier von dir, ja, eigentlich sind es nur noch zwei Leute von Perez und Bottas, werde ich hier richtig gejagt. Und ja, es wird immer schlimmer, wenn ich hier auf die Strecke gucke. Es ist so feucht. Ja, guckt euch das mal an. Wir kommen hier ins Struggle, ins Rutschen. Das sind die Bedingungen, da hat jeder zu kämpfen. Aber gerade wir so, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Und wenn ich jetzt zurückblicken würde, dann ja, würdet ihr auch sehen, dass mein kompletter Auspuff, also wir rauchen schon, das finde ich ein bisschen unrealistisch an dem Game, denn man hat einen 78%igen Motor und der raucht dann schon die ganze Zeit, das ist schon so ein bisschen Motorschaden-Style. Das erinnert mich so an Belgien letzte Season, also wir hatten da wirklich ordentlich zu kämpfen. Jetzt ab in die letzte Runde und die Abstände haben sich ein bisschen auseinandergezogen. Wir sehen, Perez kommt nicht mehr nach. Auch Bottas, der hat schon über 2 Sekunden hier ab, obwohl er jetzt knapp 2 Sekunden abreißen lassen. Und ja, jetzt fährt halt jeder nur noch auf Safety. Die Spitzengruppe ist jetzt über die Ziellinie gefahren und wir werden hier tatsächlich den vierten Platz immerhin retten. Und ich glaube es wirklich nicht, dass ich das sage, aber George Russell gewinnt das Rennen. Der kleine Wicht, der in der fünften Runde noch hinter uns herumgeduckert ist, hat das tatsächlich geschafft, dass er das Rennen hier noch dreht. Beide Ferrari besiegt und gewinnt. Wir holen hier einen starken vierten Platz. Mehr war echt nicht drinnen. Also wirklich, das ist schade, aber ich bin zufrieden. Ich meine, es sind gute 12 Punkte und die brauchen wir wirklich dringend. In der Weltmeisterschaft wird es immer dünner. Also Leclerc wieder vor uns, Gott sei Dank nur Dritter geworden. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt.
Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Was für ein geniales Rennen. Hat Spaß gemacht, war aber unfassbar anstrengend. Schnellste Rennrunde war mit 3/10 circa langsamer Weltmeisterschaft. Sind wir immerhin nur in Anführungsstrichen 17 Punkte hinter dem Führenden. Aber Carlos Sainz, der kommt schon langsam näher. Lando Norris leider keine Punkte. Und für heute war es das mal. Wir sind mit dem Rennen schon wieder durch. Ungarn immer wieder eine spaßige Angelegenheit. Aber noch spaßiger wird auf jeden Fall Belgien die nächsten Tage. Also da müsst ihr auf jeden Fall vorbeigucken. Wir verloren hier die Rivalität gegen Sainz. Ehrlich gesagt habe ich mir aber auch nichts anderes erwartet, denn Sainz, der war halt einfach viel stärker wie wir. Und der hat auch generell das stärkere Auto. Schaut gerne auf TikTok vorbei, fz-tobi und auch gerne auf Instagram, fz-gaming. Links mal unten in der Bio. Und falls ihr noch nicht habt, würde ich mich auch gerne hier von euch über ein kostenloses Abo freuen. Macht auch gerne das Däumchen nach oben weg. Und schaut, wie gesagt, gerne auf TikTok vorbei, macht auch gerne die 13K voll. Morgen sollte ein nächstes Video kommen, wir werden auf das Rennen in Japan blicken, Recap. Und übermorgen geht es dann in Belgien weiter. Also abonniert gerne, bis morgen oder später, ciao.